Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Oh mein Gott, wie viel Geld habe ich? Okay. So, ich habe einen Weg gefunden, wie ich mache, dass mein Controller nicht immer abkackt. Ich habe einfach die Vibration ausgestellt. Hoffentlich ist mein Mikro an, weil wenn nicht, wäre fail. Aber es ist an. Hallo. Ihr seid aber süß. Pisst euch, pisst euch. Oh mein Gott, ich wollte die Aussicht machen noch. Moment, kein Bock. Nichts Lust habe ich. Kletter, kletter. Marky Fuck, ist der von Sinn? Okay. Was zum... Fail! Was der ist? Och nee, ne? Verpisst euch! Verschwinde! Ja, was? Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, was ist? LOL! Ätzel, du kleiner Homo Sapien. Was soll die Kacke? Ach so, Musikpresse. Oh. Verschwinden. Verschwinden. Voll das Ghetto. Ach so. Du bist gar kein Freund, ich kenne dich nicht mal. Hallo, oh, ey, du kleiner Wichser, Alter. Oh, ey. Ja, was mach... Oh, nee, mach jetzt, was ich will und du hast mir gar nichts zu sagen. Was sind das denn für Geräusche jetzt? Ihr habt es doch auch gehört, dieses Buh, Buh, Buh. Ach so. Onkel Mario? Nee, es ist Onkel Luigi. Wo bringen Sie es hin? Die sind behindert, weißt du das? Ich kann das nicht. Immer werde ich irgendwie entdeckt. Also. Ja. Darf ich entdeckt werden? Da ist er. Richtig. Was machst du hier oben? Geh! Runter hier, oder? Da! Oder was? Ich hab's nicht ganz verstanden. LOL! Nee! Oh mein Gott, bin ich... Ich bin Pro-Gamer. Hallo, habt ihr das gesehen? Oh, was sick das war? Das war ja mal übelst krass. Sag mal so, ich darf nicht schneller sein als er. Wer ist ein Trottel? Guck ihn doch mal an. Wie behindert er ist. Er merkt... Ja. Oh mein Gott, du darfst jetzt ja nicht runter... Fall da jetzt nicht runter. Nein, 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 nein. Das wirst du jetzt nicht machen. Du fällst da runter. Ja, der Händler Daedalus ist... Scheiße und verarscht die Leute. Die Republik sendet den betroffenen Familien. Hallo. Herzlichstes Beileid. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt kleine Kinder da. Lol. Ja, das... Na. Was fängt ihr mal an zu rennen, der kleine Spann? Ich hasse ihn. Ja, 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 oh Gott. Hallo, ich war jetzt so gut und jetzt... Nein, 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 nein. Oh Gott. Verpisst euch. Ich muss ihn verfolgen. Ich sehe ihn wieder. Ein Glück.
Da steht 30 Sekunden. Oh mein Gott. Hallo. Ich gehe nur kurz hier rauf, weil ich es kann. Was soll ich jetzt machen? Oh mein Gott, ich bin Oberpro-Gamer, ja? So geil habe ich das noch nie geschafft. Nein, Spaß. Ich sollte nicht so reden, weil irgendwie kann irgendwas noch schief laufen. Oh, eine Feder. Ja, lustig. Ich hasse es, wenn er einfach so losrennt, weil es gar keinen Grund gibt, da für loszurennen. Aber wenn das braucht. Lol! Ja, es laggt ein bisschen. Kurz, ja, da gehen wir nicht auf diesen Sack hier. Oh mein Gott, du darfst da nicht runterfallen, weil... Nein, du hast nicht. Nein, das willst du nicht. Oh mein Gott, ich hab noch FC. Oh mein Gott. Alter, was, warum leckt das jetzt so komisch? Ja. Ja, oh Gott. Warum leckt das jetzt? Alter. Kurzer Cut, bis gleich. Wieder da. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, ob man die Aufnahme neu starten muss oder... Warte! Ey, auf einfach los so ran. Du Idiot, ey. Hi! Oh, warte! Oh Gott! Verpisst euch! Victor! Ey, lustig, wo rennt der hin, Alter? Ja, super, jetzt hab ich die wieder eingeholt. Er ist so ein Homo-Lappen. Sag nur Holo. Holo! Ja, ich bin auch schon weg. Halt's Maul. Kannst du mal die Fresse halten? Alter, wo will der hin? Also, was macht der denn? Nach dem Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Flucht. Wenn er jetzt mir entgegenkommt, ne, dann weint. Dann hätte ich geheult. Oh, haltet die Fresse, ey. Stellt euch mal vor, ich muss den fangen. Und, ich weiß jetzt nicht. Es ist ja ziemlich unreal. Was willst du denn jetzt? Du brichst die Regeln. Wir brechen. Ja. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Nee. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Hey, was für tolle Auslagen! Oh mein Gott, ihr nervt alle! Da ist er! Du hast nichts, rein gar nichts gesehen. Okay. Schon ein bisschen unrealistisch, ne? Hallo. Warum habe ich so eine Kleidung? Davor hat er eine andere gehabt, aber... Kiste aufheben. Okay, mach ich.
Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Okay. Wer ist denn die Wache? Heißt die irgendwie Hans-Klaus-Bär? Du bist braun und hast eine schlechte Schrift. Du bist ein Grizzly-Bär. Oh. Kann man aus dem Weg gehen? Verpisst euch. Ich bin eine Wache. Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht, nein, suchen wir nicht. Wenn ihr mich habt, ne? Ich kill euch. Oh mein Gott. Wirklich? Einstellen? Nee, ne? Hört her, ein Schiffsunglück. Oh mein Gott, die Titanic. Haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki und... Kommt ihr mit? Nein. Er kratzt sich erstmal, hat so ein Schwert in der Hand, kratzt sich mal in der Nase. LOL. Hallo? Oberpro, nein. Kann immer noch was passieren. Boah, da ist er. Ich kann Bock, nein. Ich will nicht mehr. Renn ins Wasser. Ja, er fuchtet mal zum Schwert herum. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern... Ezio, es ist lange her. Nein. Oh mein Gott, wie heftig war das denn? Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Drei. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Du wirst jetzt sterben, du kriegst jetzt meinen... Liebes, alter Irrschwert ins Gesicht. Rodrigo Borgia. Bär, bär. Bär, bär, bär. Bär, bär. Alter. Walla, du schlägst mich nicht. Walla, Assassin-Kinder. Ah. Achso, bei denen kann man das ja gar nicht einsetzen. Der stirbt ja nicht. Walla, der stirbt nicht. Walla. Stirb! Alter, du stirbst jetzt vor so Knecht, Digga, Alter. Du bist ja voll der Knecht. Aha. Knecht, Digga. Kann ich damit abwenden? Ich will. Oh mein Gott, ich blute ja. Aha. Was ist mit dem. Oh, Alter. Was ist meine Klamotten los? Alles voller Blut. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Oh mein Gott, hab ich jetzt Schiss, Mann. Sanftes Erhellen, partielles Wolken und wenige Amputationen. Zuerst deiner Männlichkeit. Ja, gut. Kann er von euch zuschlagen, weil? Hallo. Hallo. Okay, nächster bitte. Jetzt ja. Jetzt kann ich ihn leider nicht treten wie bei Bravohood, aber naja. Ja, ja, presto, presto. Verpiss dich, Rodrigo.
Hallo Rodrigo, kannst du dich mal verpissen? Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Hallo. Oh Rodrigo, verpiss dich. Oh ja, so. Hab ich dir durch deinen Bauchnabel gestochen? Ja, tschüss. What? Oh, so. Bug FTV. Lustig. Trollolol. Na ja, verpiss dich hier, Mann. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht allein. You are not alone. Wolpe? Was tut ihr? Wolpe, denn hier? Alter. Wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Oh mein Gott. Spart euch die Fragen, Bruder. Lass Borgia nicht mit der Kiste. Ey, Bruder Scherter. Das ist alles Bruder Knecht. Mark Avanti, ja. Voll knechtig. Oh Gott, ey. Jetzt Du Freak. Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Kommt schon, ihr Dreiflinge! Kommt schon! Die Jacke hungert nach der Schädel 3! Hallo, verpiss dich! Du! Alter, verpiss dich! Ich will greifen! Hallo! Verpiss dich! Verpiss dich! Stirb, 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 stirb! Okay, Messer gegen Messer? Ja, verpiss dich. Messer gegen Messer. Wow, Messerfight! Wow! Bam! Bitchfight! Was mein Vater, Alter, das hast du nicht gesagt. Du hast was gegen meinen Vater gesagt, Alter, du kretzt jetzt mal hier schön ab. Okay, Mario, mach du was etwas. Ja, sehr. Was willst du denn? Auf einmal kommt er hier. Deutlich, mich sehr viel verbessert. Ah, bravissimo! Wir sollten das häufiger tun. Ja. Guck, jetzt kommt La Volpe hier, Alter. Eure Brüder mussten nicht sterben. Das tat ich einfach so. Es gibt keine Gnade, wenn man sich mit den Templern anlegt. Hallo, wer mich jetzt nur. Komm her hier. Hallo. Auch voll Mobbing hier. Alle greifen hier an. Komm her. Oh. Hallo. Ey, warum kann man... Das ist für meinen Vater. Das aussieht beim Jedi-Ritter so. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Nein. Ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora? Was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr. Oh mein Gott, das. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Malik. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein. Aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Machiavelli? Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen. Ich trinke jetzt Cola. Ihr seid alle Assassinen. Paola? Wolpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Ich würde jetzt voll krass assassin. Bin jetzt mal ruhig, ihr hättet kurz rauschen. Lasche Yavaku und Mutlak Bail Kolun Mumkin.
Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Die sind voll episch, Digga. Tschüss. Sequenz, welche Sequenz? Den Abwehr halt. Ich. Oh Gott. Yeah, nein, ja. Oh mein Gott, wir sind gleich zu Ende. Wir haben es gleich geschafft. Ja, zu Ende. Oh mein Gott. Nein, nicht gleich, aber nach. Keine Ahnung. Oh mein Gott, es ist ja so krass episch. Ja, ja. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Ich habe die Szene nie verstanden. Was sollte das? Das hält einen nur vom Spielfluss ab. Und ich, warum fuchte ich vom Bildschirm, wenn ihr mich nicht seht? Oh, oh. Oh Mann. Was? Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Was denn? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Hm. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Ja, Huzzah! Ezio! Ja, lol. Oh Gott. Den faszinierend. Total faszinierend. Und wie läuft das? Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde. Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Mach's nehmen! Guck mal, die kriegen voll Gehirnschaden alle. Bis auf Leonardo. Er hört damit nichts. Er sieht nur Flugzeuge, Autos. Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles. Mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Oh, Leonardo. Fühl dich geehrt. Oh mein Gott, ich habe Tränen im Auge. Leonardo. Oh Gott, wie schnell der groß wird. Ich würde jetzt gerne... Hallo. Was soll die Scheiße? Ich will den Part beenden, ja? Oh mein Gott. Ja!
Nein. Dürfte ich jetzt den Part beenden? Dürfte ich das jetzt? Gut, wenn mich jetzt einer anspricht, ne? Gut. Ich beende diesen Part hier. Bis zum nächsten Part.